Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play oder einem, ja, neuem alten. Wie ihr seht, Identic Fleet, der Königstiger, ehemals Panzerzerstörer, der hat mich einfach mal auf die Idee gebracht, oder die Idee gab es schon ein bisschen länger, aber er hat die nochmal wieder aufgebracht, dass ich doch mal nochmal Atlantic Fleet mache, und zwar diesmal mit den Briten, also ja, den Briten und halt den Amerikanern teils auch. Ja, einfach auf Seite der Achsen, der Alliierten. World of Warships Blitz soll ja auch bald rauskommen. Und ich dachte, man kann sich mit damit dann auch schon wieder in diese Richtung bewegen. Ich kann auch noch ein Video mehr pro Woche rausbringen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen dann einfach an. Battle of the Atlantic wieder. Dieser neue Kampagne mit den Briten. Wir starten 1939. Ja. So, wir haben eine deutlich größere Flotte, wie man sieht. Unter anderem hier. Ein Schwellenkreuzer, die Exeter, zwei leichte Kreuzer, zwei Zerstörer, ein U-Boot hier, ein Schlachtschiff, noch ein Schwellenkreuzer und zwei Zerstörer und ein U-Boot und hier Schlachtkreuzer, noch ein Schwellenkreuzer, hier zwei Zerstörer und hier unten haben wir nichts. Im Gegensatz zu den Achsenmächten, im Gegensatz zu den Deutschen oder den Achsenmächten, müssen wir verhindern, dass unsere Handelsschiffe versenkt werden, damit wir bis Pearl Harbor, also bis 1941, bis Dezember 1941 durchhalten können. Dann steigt Amerika in den Krieg ein. Und so können wir dann genug Güter über den Atlantik bringen, um uns dann auf, sag schon, um uns auf, oh, die Normandie hier, Operation Overlord, ja, Overlord, vorzubereiten. Nämlich, dass wir dann in Frankreich einmarschieren können, um dann halt Deutschland einzunehmen. So, ich denke, wir werden hier auf jeden Fall die Schiffe hier belassen. Die werden wir mal nach Norwegen rüberziehen. Zerstörer teilen sich auf. Krieg bricht da gleich aus mit dem deutschen Angriff auf Polen. Die können bei Estland bleiben, das ist gut so. Das U-Boot wird dahin fahren und ja, so. Der Rest verbleibt erstmal so. Hier geht schon gleich los. Leipzig und Max Schulz. Also wir haben Luftüberlegenheit. Wobei ich glaube, dass man bei diesem Wetter kein Flugzeug. Doch, kann man. Hätte schlimmer ausgehen können. Jetzt fehlen die Geräusche des Flakfeuers, aber wie dem auch sei. Ah, Bombe abgeschossen. Hervorragend. Es erschließt sich mir nicht so ganz, warum die Deutschen im September 1939 Luftschläge über England haben. Das erschließt sich mir nicht ganz, aber was soll's. Es war klar. Es war ja so klar. Pumpen schwer beschädigt. Hatte ich schon fast mit gerechnet. Egal, wo man bei den Briten hinschiebt. Irgendwo, wenn man da in die Mitte reintrifft, es müssen sofort die Pumpen dran glauben. Es ist immer so. Deswegen war es mir eigentlich immer recht schmackhaft, Luftschläge gegen die britischen Kreuzer zu führen. Was ich dabei halt nicht so schön finde, ist, wenn ich jetzt selbst diese Schiffe habe und die Deutschen dauernd Luftschläge drauf schicken. So, viel zu weit. Ich müsste auch Luftschläge haben, oder? Wäre ziemlich dreist, wenn nicht. Ja, wollte gerade sagen, drei Bomber. Das wäre recht peinlich. Ich habe über meine eigene Insel keine Luftschläge, aber die Deutschen schon. Das wäre wirklich komisch gewesen. Okay, eine Short Sunderland. Oh, ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Die meisten Bomben werden daneben gehen, glaube ich, oder? Nee. Sogar überaus viele Treffer. Ich mag die Short Sunderland nicht so, weil sie halt erstens sehr langsam ist und damit auch leicht abzuschießen. Und halt auch, weil sie. Ah, Flaksysteme zerstört, sehr schön. Und halt auch, weil sie nicht in den Sturzflug geht, wie zum Beispiel Dornier 217, glaube ich, oder welcher das auch immer da bei ihm war. Oder Dornier 17, keine Ahnung. Oh, das war glaube ich ein bisschen früh. Ja, sieht man hier, der Wind treibt die Bomben ab. Die können halt in den Sturzflug runtergehen, gehen damit auch näher ans Ziel ran und somit
können die Bomber, die in Sturzflug reingehen, auch genauer zielen, weil die Bomben einen kürzeren Fallweg haben und somit auch nicht so schnell vom Wind abgetrieben werden können. Während Bomber wie die Focke Wulf 200 oder halt eben die Shaw Sunderland aus großer Höhe abwerfen und die Bomben somit leicht vom Wind abgetrieben werden können, was eben auch das Zielen mit solchen Bombern erschwert. Aber das hier sieht ganz gut aus. Bum, 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 bum. Leipzig Sinking, sehr schön. Ich hoffe jetzt nur, dass sie deutlich noch mehr Bomber haben. Ansonsten könnte es für die Exeter hier unter Umständen tödlich ausgehen. Und das will ich nicht. Es wäre scheiße, wenn ich gleich einfach einen schweren Kreuzer verliere. Aber sobald man. Ich habe die Kampagne mit den Briten schon mal gespielt, also ohne halt ein Let's Play davon zu machen. Ist halt so, sobald man alle Großkampfschiffe oder Überwasserschiffe von denen versenkt hat, von den Deutschen versenkt hat, steigen die fast komplett auf U-Boote um. Dann sind solche großen Pötte wie schwere Kreuzer. Gut, kein Luftschlag, gut. Dann sind solche großen Pötte wie schwere Kreuzer, Schlachtschiffe oder so, die sind da komplett überflüssig. Da muss man viel mehr auf Zerstörer setzen und halt auf Luftüberlegenheit. Fakt ist, die Exeter werden wir gleich sofort in die Werft schicken. Luftschläge haben wir keine mehr? Nö. HE 18,4 sagt er mir. Sag mal 18,6. Das war wiederum so kurz. Das sind die Momente, in denen ich verstehe, dass Atlantic Fleet auch so eher langweilig anzuschauen ist, weil bei solchen Gefechten teils auch Gefechtszeiten von locker einer Viertelstunde zusammenkommen oder mindestens 10 Minuten. Und es einfach langweilig ist, was irgendwie immer dasselbe ist. Man sieht, man schießt, die Granaten fliegen und treffen ins Wasser und das über mehrere Runden teils immer wieder. Es ist einfach langweilig anzuschauen und da kann ich die Leute noch nicht verübeln, wenn sie das Video halt auch nur halbherzig, wenn überhaupt, schauen. Aber hier haben wir ein paar Treffer gehabt. Sehr schön. Max Schulz brennt. Turm D beschädigt. Flaggsysteme beschädigt. Das ist aber egal. Luftschläge aber keine mehr. Maschine beschädigt. Das ist schön. Jetzt ist die Ajax dran. Die schießt auch AP. 22,5. Stellen wir an. Aber ich stelle ein bisschen weniger ein. 22,1. Ah, da wären sogar, glaube ich, 22,5 zu wenig gewesen. Währenddessen schicken wir aber die Valentine ein bisschen näher ran. Da traue ich nicht ganz. Ich sag mal 25. 40, das erscheint mir sehr weit. Na, okay, aber 30 hätten schon sein können. Valorous schicken wir auch näher ran. 38, das ist wahrscheinlich wieder viel zu weit. Na, nicht viel zu weit, aber halt doch zu weit. Richtig eingeschossen haben sich eigentlich nur die Großkampfschiffe. Max Schulz dreht jetzt auch bei und attackiert die anlaufenden Zerstörer. Oh, was? Ach, die Maschine ist doch beschädigt, ne? 20,2. Mist. 19,7. Ich traue diesen ganzen Vorhaltrechner nicht. Nur Wasser. Wieso werden hier nicht die letzten Schüsse angezeigt? Was ist das denn für ein Scheiß? Naja. 22,4. Ein bisschen zu kurz, war ja klar. Ich schieße nochmal 22,1. Zerstörer dafür ist er inzwischen näher gekommen. Wie man auch sieht hier, nur knapp daneben. Valentine hat er so viel zu kurz geschossen. Geben wir ihr 30. Immer noch knapp zu kurz. Achtundzwanzig.
Sagen wir 32. Immer noch zu weit. Okay, das überrascht mich. Ich hätte eigentlich erwartet, dass es zu kurz ist. Das Problem ist, wenn man auch so viele Schiffe hat, dass man einfach bis zur nächsten Runde wirklich vergisst, wie weit man mit dem einen geschossen hat. Und man weiß dann ja, woran man das, wenn man sieht, wo die gerade einschlagen, weiß man ja, wie viel man danach ungefähr nachjustieren muss. Und wenn man halt so viele Schiffe hat, dann vergisst man es wirklich. Und dann steht man, wenn das entsprechende Schiff wieder dran ist, dann da wieder Ochs vom Berg und weiß nicht, wie man dann zielen soll. Okay, ein Treffer mit HE auf der Max Schulz von der. Ach, ich vergesse den Namen immer. Wie heißt das Ding? Exeter. Genau, Exeter. Das sind 20,5. Spendieren wir ihm. Sagen wir 20,4. Das ist zu kurz. 20,5 hätten da auch nicht gereicht. Wir drehen mal ein ganz bisschen bei. So, laut ihm müssen jetzt 22,1 eigentlich treffen. Ja, ein Treffer, der Rest ist wieder in unmittelbarer Nähe daneben gegangen. Mal gucken, irgendwelche weitere Beschädigungen? Nö. Turm D ist irgendwie dauerbeschädigt. 30,3. Ey, das wieder, also in unmittelbarer Nähe. 26,2, aber also das ist hier viel zu weit. Glauben wir aber mal und stellen wir ungefähr 26,2 ein. Wieder daneben. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Aber immerhin, der Feind schießt genauso scheiße. Die Exenter hier, die liegt hier dead in the water, also manövrierunfähig. 18,3. Moment mal, ich kann auf der Karte nachgucken, wie weit man das letzte Mal geschossen hat. Ja, okay. Ja, gehen wir mal 18,3. Vielleicht klappt's ja. Ja, ist schöner Treffer, das hat getroffen. Aber die Max Schulz scheint nicht sinken zu wollen. Offenkundig. Nö, das ist noch nicht genug. Nein, ich will nicht, weil du das aufrufst. Na, mach dann gleich. So. Turm C beschädigt. Vordere Torpedowerfer beschädigt, schwer beschädigt, aber die sind auf die Distanz sowieso nutzlos. Ein oder zwei Treffer, ich meine nur einer. Vier empfiehlt er. Okay, schießen wir. Gut, vorderer Turm ausgeschaltet. Das ist endlich mal was, womit wir vorankommen. Steuerung auch beschädigt. Aber die will und will nicht sinken. Das ist der Wahnsinn. 27. Zwei Treffer, überraschenderweise. 23,3. Machen wir mal. Also die Max Schulz noch einen funktionstüchtigen Bugturm. Jetzt ist die Exeter wieder dran. 17,6, aber er sagt 18,2 sollte reichen. Ja klar, 18,2 reicht niemals. Stellen wir ruhig mal runter, aber auf 17,8. Das Lustige ist, ich weiß ja, dass es diese Tafel gibt, mit der man was nachgucken kann, aber ich benutze sie irgendwie nie.
Ob ich es vergesse oder ob es einfach Faulheit ist, keine Ahnung. Gut, noch ein Treffer mittschiffs, aber vom Sinken keine Spur. Punktbeschädigt, das ist doch eben ein Fortschritt. Max Schulz 21. Ja, gut. Oder 21,1, wie dem auch sei. So, jetzt haben wir es endlich. Max Schulz versenkt. Wie man hier sieht, Exeter schwer beschädigt. Ja, erstmal nachgucken, was ist denn jetzt hier mit den. Mit der. Ja gut, schicken wir die Exeter in die Werft. Ach, und Valorous auch, wo wir gerade dabei sind. Dauert ja nur zwei Runden. Okay, was wollte ich genau? Triton? Triton oder Triton? Keine Ahnung, wie man die ausspricht, wenn ich ehrlich bin. Das U-Boot dahin und die Schlachtschiffe auch. Vaimi von Minen getroffen. Na, klasse. Dann die in die deutsche Bucht. Das U-Boot auch. Thetis darüber. Schlachtschiffe ebenso. So. Und jetzt geht's hier los. Azurischinseln. Konvoi angegriffen. Das ist doof. Wir wissen jetzt aber auch, dass hier U-Boote sind. Ihr beide geht mal bitte in den Nordatlantik. Da brauchen wir euch nämlich. Im Südatlantik sind die Deutschen noch nicht. Das kann mir nicht vorstellen, dass sie schon so weit vorgestoßen sind. Wobei, wir haben hier ein U-Boot. Dann ziehen wir die mal wieder zurück. Warspite dahin und Vanity hinterher. Muss aber die Schiffe verteilen. Ha, Sheffield. Na doch, die können da bleiben. Ah, gut, gut, gut. Das ist schön. Ein U31 wurde angegriffen. Ja, vielleicht auch Velox lieber nochmal hier hin. Also im Gegensatz zu, als wir mit den Deutschen gespielt haben, sind jetzt solche Runden, in denen wirklich nichts passiert, also keine Konvoiangriffe oder so, gut für uns, weil bei den Deutschen hat die Zeit davon und wir müssen halt auf Zeit spielen. Wie man sieht, jetzt hier zwei Runden, in denen nichts passiert ist. Valorous ist inzwischen wieder einsatzbereit, bei Exeter dauert es noch 6 Runden. Richard Beizen, das dürfte auch das letzte Gefecht sein. Oh, 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 oh. Okay. Also für die erste Salve gar nicht mal schlecht eingeschossen, muss ich sagen. Luftschläge haben wir keine, das ist schade. Ich muss sagen, ich mag das Aussehen der Sheffield, die sieht toll aus. Können bislang leider nur vordere Türme einsetzen. Ich bin mal ganz geizig und gebe ihr nur 18 anstatt der verlangten 22. Ja, so 19,25 wären wohl besser gewesen. Vampire 24,4. 23,4 kriegst du. Mit einem Geschoss zu weit, mit dem anderen zu kurz. Gut, die Recher Beizen dreht bei. Das heißt, sie kann jetzt vorerst nicht die Hecktürme zum Einsatz bringen. Ich habe nur meine Sorgen, dass die unter Umständen zum Torpedoangriff ansetzen könnte. Das fände ich nicht so toll. 20,6, mal gucken. Ja, sagen wir 20,2 kriegst du. Ja, gut, Treffer. Gut, Maschine beschädigt und Steuerung, das heißt, sie können jetzt vorerst nicht beidrehen. Woraus auch wiederum folgt, dass ihre Hecktürme auch ebenso nicht einsatzbereit sind. 22,9, gehen wir mal. Ne, zu weit. Hä? Wieso kann er trotzdem drehen? Das ergibt doch keinen Sinn. Nun denn, drehen wir ein bisschen bei.
Ich will mal ich will auch mal die Hektomes zum Einsatz bringen. HE wird schon geschossen, so soll es sein. 17-4. Nee. Hier immer weniger. Zu Recht. Schöner Treffer. Pumpen auch noch beschädigt, Turm D zerstört, aber das ist ja ein Heckturm. Das ist in dieser Situation ist gerade mehr oder weniger egal. Du hast keine Beschädigung. Na, Flaksystem, aber das ist auch hier oben auch nicht so schlimm. 16-2. Oh ja. Aber ich bin immer noch geizig und sage nicht so viel. Schöner Schuss. Bugturm zerstört. Es ist nämlich so, ich habe einmal so, ich habe geschossen, er sagt runterjustieren. Ich habe dann auch dementsprechend gezielt. Immer noch zu weit. Er sagt wieder ein bisschen runterjustieren. Ich habe so geschossen, ist immer noch, und es ist immer noch zu weit. Und dann denkt sich in Anführungszeichen der Entfernungsmesser dann prinzipiell, oh, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen mehr runterjustieren und das ist dann wiederum schon viel zu viel. Das sind so Mechaniken, die man nach einer Weile dann auch erkennt und auch dann teils so ein bisschen überlisten muss. 17-6, da vertraue ich dem jetzt mal wieder. Oh, schön. Ich habe Beizen versenkt. Gut, gut. Und die Vanquisher muss das erste Mal ein U-Boot angreifen. Okay. Luftschläge haben wir keine. Mein 40 dürfte ein U-Boot vom Typ 7 sein, also hat 4 Bugtorpedorohre. So, alle 4 Bugtorpedorohre werden gefeuert. Nach dem Gefecht ist dann hier auch Schluss, hoffe ich. Dann werden wir jetzt versuchen, die Torpedos auszuweichen. Ja, muss ich vorsichtig sein, dass ich nicht in einen der Torpedos reinlaufe. Aber das müsste eigentlich gut gehen. So, ausgewichen. Die Torpedos laufen damit so gefahrlos an uns vorbei. Die Frage ist jetzt nur, wie lange dauert es, bis U41 ein U-Boot ein Torpedo nachgeladen hat. Ich kann jetzt natürlich auch das Risiko angehen und frontal auf das U-Boot zulaufen, aber dann riskiere ich halt, dass ich mir ein Torpedo frontal einfange. Da ist er nämlich schon und der könnte unter Umständen das Munitionslager der Türme A und B treffen. Und das führt ausnahmslos zur spektakulären Vernichtung des Schiffs. Ich denke, ich werde mal den Frontaleinlauf riskieren. Okay. Ja, sieht gut aus. Jetzt muss ich direkt aufs U-Boot zulaufen am besten. Dann habe ich auch die Möglichkeit zum Rammstoß. Ja, U41 hat entweder noch kein Torpedo nachgeladen oder ist zu nah, um einzuschießen. Deswegen taucht das U-Boot jetzt, womit sich uns die Möglichkeit zum Wasserbombenangriff offenbart. U41 taucht wieder. Logisch, auf maximal Tiefe gehen. Damit wir jetzt nicht zu weit laufen, werde ich die Geschwindigkeit drosseln. Auf Stopp. Und habe jetzt eine gute Chance, der ordentlichen Wasserbombenteppich aufzulegen. Und Treffer. U41 versenkt. Kein schöner Tod, aber Krieg halt. Ja, damit wäre diese Runde vorbei. Wir haben Oktober 1939 erreicht. Krieg geht gleich mal schlecht für uns los. Die Deutschen konnten nur 36.000 Tonnen versenken, also insgesamt 18.000 Tonnen pro Monat. Sie brauchen wie viel? 300.000 Tonnen. Wir haben hingegen schon 4 Schiffe versenkt, 2 Zerstörer, einen leichten Kreuzer und ein U-Boot. Mit dem Vorschlag kann man arbeiten. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet, dass ich diese Serie jetzt doch nochmal anfange. Habt ihr Tipps oder Verbesserungen, wie die macht? Ja, wenn ihr Tipps und Verbesserungen habt, schreibt es in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Das müsste dann Mod of 6 Blitz sein. Bis dahin, euer Gauschler von Makrelle.